Willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir müssen jetzt die Schriftrolle der Alten in unseren Besitz bringen. Das haben wir aber noch nicht entdeckt. Aus dem Grund machen wir eine Schnellreise nach Sartal. Und werden dann von dort aus dorthin laufen. Und gucken mal, was uns da erwartet. Also so wie der Verrückte uns das da gesagt hat, denke ich, dass wir nicht so willkommen dort sein werden. Aber gut, wir müssen es abwarten, wir müssen gucken, was passiert. Und das Beste einfach hoffen. Und hoffentlich werden wir doch nicht so viele ungebetene Gäste treffen. Und da kämpfen zwei. Wunderbar. Mensch gegen Skelett. Mensch hat gewonnen. Und da liegt ein Skelett vom Mammut. Sehr schön. Das da oben ist ein Fuchs. So, bin ich ja mal gespannt, wie weit das weg ist. Da ist schon wieder so ein Ziegenbock. Aber wir müssen eigentlich schon da sein, weil das ist hier ja auch zweimal. Also wenn wir es bis wenn wir jetzt dann gleich. Der Affen beschwere ich mich natürlich nicht. So. Habt ihr irgendwas dabei? Außer Wolfspelz wahrscheinlich nichts, ne? Nee. Gut. Das sieht gut aus. Sieht wirklich so aus, als wären wir jetzt gleich da. Oh ne, wir müssen noch... Ja, ganz oben. Wir müssen noch ein Stück weiter nach oben. Ha. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir da hoch? Aha. Elftand. Turmruine. Ich denke mal, wir müssen dann da hoch. Und von dort aus nach oben. Weil einen anderen Weg sehe ich jetzt nicht. Mit dem Schrei fliegen kann er noch nicht. Also müssen wir jetzt eben hier durch. Das sieht nett aus, aber... Hey, 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 hey. Das ist ein Hackenarbeiter. Das ist eine Spinne. Ey! Eieieiei. Trümmergreisel. Ah, scheiße. Ich hätte mal das ganze Zeug aussortieren müssen. Trümmermetall. Zwergenöl. Ja, ich muss mal aussortieren, was ich jetzt hier mitgenommen habe, was ich aber nicht mehr brauche. Die Stäbe will ich behalten. Das auch, ne? Okay, jetzt können wir aber wenigstens wieder ein bisschen mehr aufnehmen. Okay. Na, da bin ich ja gespannt, was uns jetzt noch erwartet, wenn wir jetzt hier schon solche Spinnen da. Wenn da solche Spinnen entgegenkommen. Hallo? Guckt so aus, als würde er mich beobachten. Okay. Einschalter. Zaubertrank der starken Ausdauer. Ach, das ist eine Truhe, okay. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Okay. Aha. Wenn ich jetzt den Schalter nochmal betätige, geht dann die Tür zu. Aha. Aha. Okay. Dann, Abmarsch. Ja, dann du, kommst du. Ui.
Das hört sich nicht so. Oh, das sind. Ah, das sind Schalter. Dieser Ort könnte riesig sein. Hier verläuft man sich schnell. Wir müssen. Ja, Erando, tu mir einen Gefallen und trete nicht da drauf. Heieiei, hey, was ist das? Das wäre ein Speer. Nee, Speer. Speer. Alter, das ist ganz schön, ey. Du machst ganz schön viel Schaden. Das muss ich dir lassen. Du machst viel Schaden. Kann man jetzt hier ein bisschen heilen? So. Okay. Muss ich suchen? Dann laufen wir mal weiter. Ich hab ein bisschen Angst. Da gibt's einen Schalter. Und noch einen Schalter. Erando, steh mir nicht im Weg. Eisenbarren. Silberbarren. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Au! Nichts Gutes auf jeden Fall. Spinne. Ey, mir gefällt das hier so irgendwie ganz und gar nicht. Truhe. Scheiße. Kacke, welche Richtung war Experte? Gibt's nicht. Ich hab nicht mehr so viel Dietriche. So. Schlossgang verbessert auf 41. Hat ja auch was Gutes gehabt. Eisenkriegsaxt. Stahl am Schien. Okay, gut, dann gucken wir mal weiter. Ui! Oh! Ja. Meine Güte. Ganz schön aufdringlich, die Viecher. Eisenbarren, Silbererz. Hier gibt es wieder viel zu viele Wege. Ah ne, okay, hier geht es nicht weiter. Gut. Gibt es ja auch irgendwie einen Trank der Heilung oder so? Zwergenpfeil. Zwergenspinne. Weiter. Das gefällt mir hier so ganz und gar nicht. Okay, nichts Interessantes. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier oben wieder raus. Aber die Gegner waren eigentlich relativ human. Also sie haben jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Außer jetzt diese Zwergenfähre, glaube ich, war das. Das Vieh hat ein bisschen Eich reingeknallt. Hä? Wieso muss ich da zurück? Muss ich jetzt nicht da oben lang? Ich hab gedacht, ich muss da oben lang. Oder gibt's noch einen anderen Ausgang? Außer den da.
Okay. Dann gehe ich da nochmal rein und gucke, ob uns das dann da außen jetzt wieder angezeigt wird, ob wir wieder raus sollen oder ob das dann wirklich hier drin ist. Ich habe gedacht, ich muss jetzt hier raus. Zum Geier soll die denn dann sein? Also. Aha. Ach, hier war nichts. Was? Klappe. Ich muss mich konzentrieren. Muss die Schriftrolle finden. Wo zum Geier soll die denn dann sein? Was? Ich soll wieder ganz raus? Erandur! Beweg deinen Arsch hierher! Eieiei. Armes Kerlchen. So. Bin ich umsonst reingelatscht. Na gut, dann machen wir die Tür auf und dann frage ich mich aber, wie ich sonst da hochkommen soll. Ich meine, ich war doch jetzt schon ganz oben. Wieso hat er mich dann wieder da rausgeschickt? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also ich muss auf jeden Fall da hoch. Ob ich irgendwie außen rumlaufen kann. Ob es da noch einen Weg gibt. Wenn nicht, muss ich da dann nochmal durchlaufen. Weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, so hoch zu laufen, das wäre richtig. Aber ich weiß ja nicht, was sich das Spiel manchmal denkt. Vielleicht kommen wir jetzt doch irgendwo anders raus. Ich meine, mich sollte jetzt nicht stören. Wir konnten da jetzt auch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln und ein bisschen was Schönes finden, als wir da drin waren. Also so verkehrt war das auf jeden Fall nicht. Durch diesen Turm zu gehen. Da hoch zu gehen. Braver Bär. Ja. Ein ganz feiner bist du. Genau. Tu mir nichts. So ist richtig. Aha. Ja. Ganz da hoch muss ich jetzt. Halleluja. Das gibt's ja gar nicht, bis man hier was gefunden hat. Sei ein braver Bär. Und tu mir nichts. Denn ich möchte nur dein Freund sein. Die hören da nicht drauf. Ace Wolf. So. Ja, toll. Ganz da oben bin... Ey, ganz da oben bin ich rausgekommen, ne? Aber nee, ich muss den Weg außen rumlaufen. Also, das Spiel verstehe ich echt manchmal nicht. Aber gut.
Dann laufen wir eben außen rum. Was soll's. Auch okay. So, es ruckelt wieder. Alftant entdeckt. Hä? Zum... Was? Steh mir nicht im Weg. WTF? Soll die jetzt unter mir sein, oder was? Ja, wahrscheinlich da unten. Wahrscheinlich... Aha. Laufen wir mal weiter runter. Und fallen bitte nicht runter. Ah ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. In diese Wegrichtung. Bin ich ja mal gespannt. Der Turm war ja schon so schön. Aber dass mich das Spiel dann wirklich wieder zurückgeschickt hat und so außen rumgeführt hat, das fand ich ein bisschen doof. Ich meine, ich war doch schon oben. Wieso sollte ich denn dann da unbedingt außen rumlaufen? Mir gefällt das hier echt nicht. Ich mag das nicht. Das ist uncool. Und hier ist Blut. Ich kann mir nicht vorstellen, was mit den Zwergen geschehen ist. Wie konnte eine Rasse mit der Fähigkeit, so etwas zu bauen, einfach verschwinden? Ups, falsch. Da redet jemand. Kommt er hierher? Erandur, mach dich bereit. Zu sterben. Oder nein, besser nicht. Nee, du hast noch vieles dabei, was ich verkaufen will. Aber ich darf auch nicht sterben. Zum Geier ist der jetzt hin? Hallo. Ich möchte nur was holen, dann bin ich wieder weg. Forschungsnotizen. Blätter ich auch mal schnell durch. Okay, das war's schon. Nicht besonders viele. So. Ich komme jetzt da durch. Ja. Immer muss man außen rumlaufen. Fuck. Achso. Spinni. So. Weiter geht's. Da ist noch ein Gegner. Hallo, Spinni. So. Wunderbar. Laufen wir weiter. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier durch. Gibt's hier irgendwas? Gold, Gold, Gold. Truhe. Okay. Pfeilfedern. Ja, ich kann jetzt leider nicht mehr so viel mitnehmen. Erandur, steh mir nicht im Weg. Aus dem Weg. Du so. Geh mir aus. Pass ein bisschen auf. Ja, da bewegt dein Arsch da von der Tür weg. Hallo. Lass mich da. Alter. Was? Lauf.
Du sollst mich jetzt da rauslassen, Mann. Was zum? Ja, nicht was zum. Du stehst mir im Weg. Ich stehe auf eurer Seite. Ja, jetzt. Mann. Du sollst doch nur deinen Arsch da wegbewegen. Mehr verlange ich doch gar nicht. Au. Feuer, okay. Falle. Was? Wer ist das, Bruder? Ein weiterer Glatthäuter, der nach Essen. Khajiit? Aber der hier war nicht zusammen mit uns gefangen.